Herzlich willkommen zu eurem Lieblingsreisemagazin. Heute habe ich wieder neue Bilder von AIDA Aura, unserem Weltreiseschiff. Danach zeigen wir euch eine neue Show von AIDA Mira und dann geht's nach Rotterdam auf den Markt. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Unser Weltreiseschiff AIDA Aura ist auf dem Weg ganz langsam nach Hause und wir haben sie begleitet von Kapstadt bis nach Dakar. Und da haben sie uns ganz tolle Bilder geschickt. Guck mal hier. Das Weltreiseschiff AIDA Aura grüßt ganz beseelt aus Afrika. Dieser Kontinent hat nicht nur spannende Safaris zu bieten, wir durften auch noch ganz viele andere Facetten kennenlernen. Afrika, du hast mich entführt, zeigst mir dein Geheimnis, zeigst mir, wie du bist. Zum einen war da Kapstadt, die neue Lieblingsstadt von uns allen. Und da sind nur ganz wenige auf dem Boden der Tatsachen geblieben. Und das Kap der guten Hoffnung, das haben wir uns auch angesehen. Was für ein atemberaubender Ausblick hier oben auf dem Tafelberg in 1085 Metern Höhe. Bei bestem Wetter haben wir mal wieder das beste Glück. Der afrikanische Pinguin, seit 1983 gibt es die hier. Die haben neue Fischgründe hier gefunden und sind einfach fantastisch süße kleine Watscheltierchen. Nach Kapstadt, da folgt Lüderitz. Willkommen in der Geisterstadt Kolmanskop. Hier hat seit 60 Jahren keiner mehr gelebt und wir gucken uns die Stadt heute mal an. Diesen Ort mitten in der Wüste gibt es natürlich nicht ohne Grund. Die Deutschen haben hier eine Stadt gebaut, weil es hier Diamanten gab. Deshalb wurde Kolmanskop um 1908 rum auch zur reichsten Stadt in Afrika. Und hier gibt es alles, um zu leben. Zum Beispiel ein Krankenhaus, Schulen, eine Kegelbahn, einen Tante-Emma-Laden und natürlich auch Wohnhäuser. Die reichste Frau in ganz Kolmanskop war die Ladenbesitzerin. Wir schauen uns jetzt mal an, wie sie gewohnt hat. Hier an der Stelle, wo ich jetzt sitze, da hat die Ladenbesitzerin zum Beispiel am 9. Dezember 1924 gesessen und ihre Bestellung verwaltet. Nüsse, Walnüsse und auch Kartoffeln. Jetzt bin ich beim eigentlichen Highlight für unsere Gäste angekommen, in der Badewanne. In Walvis Bay, da habe ich das Mikro mal abgegeben. Und zwar an einen unserer Barkeeper aus der AIDA Bar. Der wohnt nämlich in der Nähe und zeigt uns nicht nur Schakale. Hier in Namibia gibt es zwei Flamingo-Arten, Lesser und Greater, also die größeren und die kleineren Flamingos. Hier stehen ja schon mal ein paar Tausend. Wir sind jetzt hier auf der Landzunge. Das müsst ihr euch mal vorstellen, 1939 war das Ende der Landzunge. Die Landzunge wächst nämlich durch den Benguela-Strom, der kommt aus dem Süden, das ist ein Meeresstrom, der hier vorbeizieht, ja, der extrem viel Sand in sich trägt, der es hier auf die Landzunge legt. Die Landzunge wächst jedes Jahr ein paar Zentimeter weiter raus. Die Seerobben gibt es von hier bis ans Ende der Landzunge, ungefähr 70.000, die haben sie hier ein Zuhause gemacht. Vor ungefähr 20 Jahren waren hier drei Seerobben oder vier. Ja, die sind zum Teil viel vom Süden hochgekommen, aber ungefähr 70.000 hat man hier davon. Ja, also wie man sieht, ist das Wasser hier recht rosa. Ja, und das liegt daran, dass es extrem viel Salz hier im Wasser ist. Hier wird nämlich Meeressalz aus dem Wasser gewonnen. Und das sind Mikroorganismen im Wasser, die in der Photosynthese Beta-Keratin ausstoßen. Und das verfärbt das Wasser halt so fast jodfarbig rot wie jetzt. Der Anstieg war gar nicht so einfach. Wir haben auf dem Weg auch ein paar verloren, aber wir haben es geschafft. Wir sind hier auf der Düne 7, der höchsten Düne rund um Walfish Bay. Und hier regnet es höchstens einmal im Jahr. Also als letztes halten wir jetzt hier bei der Mondlandschaft. Die ist leicht östlich inland von Walfish Bay, gehört zum Weltnaturerbe und hat sich durch Wind und Wasser über die Jahre so geformt. Wenn man sich das so anguckt, ist es ein ziemlich spektakuläres Panorama. Im Senegal, in Dakar, da hieß es für uns AIDA Selection pur. Land und Leute erleben hautnah, das haben wir gemacht, als wir uns abseits von Touristenorten einfach mal unter die Einheimischen gemischt haben. Hi,
In einem kleinen Fischerort nicht weit vom See entfernt werden wir von den Einheimischen bereits erwartet. Im Senegal heißt es Teamwork. Wir müssen mit anpacken und während das Frischwasser aus dem Brunnen geschöpft und in großen Bottichen zum Haus getragen wird, sollten wir alle merken, dass wir daheim in einem Luxus leben, von dem man hier nur träumen kann. Wir fahren über die Dünen hinweg auf den unendlich scheinenden Sandstrand, auf dem auch schon die Rallye Dakar entlang geführt hat. AIDA Aura ist fast rum, einmal um die Welt, und wir sind schon ganz sentimental. Wir sehen uns dann ganz bald in Hamburg. Das Einlaufen in den Weltreise-Heimathafen wird für AIDA Aura nochmal ganz besonders emotional. Bis dahin, Boris, wir sehen uns, wenn es heißt Moin Hamburg! Vielen Dank, liebe Caro, und vielen Dank auch für die wunderbare Berichterstattung über die ganze Zeit. Und wir freuen uns, wenn ihr wieder hier seid. Nächste Woche hier im Magazin dann eure Ankunft im Hafen. So, jetzt kommen wir zum Thema Vielfalt, zu den Shows, die wir machen. Wir haben wieder eine neue Show für euch entwickelt und es ist was ganz Besonderes geworden, was ganz Emotionales. Und die Gäste an Bord, die sie gesehen haben, waren richtig, richtig, richtig gut drauf und haben ordentlich mitgemacht. Guck hier. Mit der Show London Calling Fine British Music sind wir auf ein Konzept aufgesprungen, was wir sehr erfolgreich auf AIDA Nova schon umgesetzt haben. Die Musikauswahl dieser Show repräsentiert eine große Variation von britischer Popmusik der 80er und 90er Jahre. Da wollten wir wirklich alles repräsentieren. Langsame Songs, poppige Songs, eher rockige Songs. Die werden natürlich von unseren vier Sängern und von unserer Live-Violine auf der Bühne unterstützt. AIDA Mira, das erste Selection-Schiff mit LED-Wand, bietet uns natürlich ganz neue Möglichkeiten. Mit dieser LED-Wand konnten wir außer den Sängern auch noch Musiker auf diese Bühne bringen. Die sechsköpfige Band, die man auf der Leinwand während dieser Show sieht, besteht aus den Musikern, die original auch die Songs im Studio eingespielt haben. Die haben wir eingeladen nach Hamburg zu unseren Headquarters. Da haben wir ein riesiges, großes Set aufgebaut mit den sechs Instrumenten und haben es innerhalb von 3 Tagen gedreht. Beim großen Finale der Show hört man auch einen Kinderchor. Den haben wir auch eigens in Hamburg aufgenommen an einem Tag. Da haben wir Kinder rekrutiert, die ins Tonstudio zusammen mit unseren Musikproduzenten gegangen sind. Und so hören wir diese wunderbaren Kinderstimmen aus Hamburg am Anfang und am Ende unseres Finalsongs. Wir sind hier gerade in den Chameleon Studios Hamburg und wir nehmen hier gerade auf für die AIDA. Wir haben ja so viele großartige Destinationen und Häfen auf unseren Routen und wir hier probieren eigentlich, euch immer zu zeigen, was so die geheimnisvollen, tollen, schönen Ecken sind. Rotterdam zum Beispiel, ich war selbst schon sicher 20 Mal da, aber ich wusste gar nicht, was für einen fantastischen Markt es da gibt. Und Entertainment Manager Stefan zeigt ihn uns jetzt. Hallo liebe Gäste, heute bin ich einkaufen und zwar nicht alleine, sondern ich habe unseren Chef de Cuisine aus dem Rossini Restaurant dabei und wir gehen hier in Rotterdam in die Markthalle. Das Schönste bei so einem Marktausflug ist ja, dass man überall probieren darf. Ich komme jetzt gerne jede Woche mit, Johannes. Kein Problem. Was kaufen wir hier? Hier kaufen wir jetzt richtig schöne Trüffel ein. Ne? Also man riecht es schon, die Dame hat das schon ausgepackt, das Zeug. Mhm. Es ist richtig tolle Ware, was ich hier immer bekomme und ich kaufe hier immer exklusiv ein. Jetzt sind wir bei Frau Antje am Käsestand. Johannes, was kaufen wir hier ein? Welchen Käse nehmen wir mit? Also auf jeden Fall ein absolutes Muss ist natürlich der AIDA-Käse. Ne? AIDA-Käse? Mit den bunten Farben von AIDA. Der Hammer. Mmh.
This one is young mid-aged cheese and it's the same as this one over here. Man kann es ja schon ganz wunderbar riechen, wo wir sind, ja. Am Gewürzstand. Es ist ja wie auf dem Basar, ne? Es duftet herrlich auf jeden Fall. Ist lecker. Ja, da tun sich ganz neue Horizonte auf für den Gourmet-Genuss. Nehmen wir das mit? Würde ich sagen, oder? Ja. Einkaufen macht hungrig, oder? Würde ich auch sagen. Gehen wir richtig schön essen. Richtig. Richtig elegant? Ja. Okay, auf geht's. Fritten und Frikandel. Würde ich auch sagen. Einkauf ist erledigt, Johannes. Wir haben unser ausgeglichenes Menü, unser Gourmet-Menü, unser holländisches. Absolut. Jetzt können wir loslegen oder zuschlagen und dann geht's ab nach Hause. Ja. Tschüss. Tschüss. Und wenn auch ihr die tollsten Märkte besuchen wollt, die tollsten Shows sehen wollt und überhaupt mit uns verreisen, dann geht ihr am besten ins Reisebüro oder auf www.aida.de. Und jetzt kommt sie, wie jede Woche, die Verlockung der Woche. Bitte schön. Wir starten in Hamburg und fahren als erstes nach Rotterdam, Dover und Portland. Es geht weiter nach Gijón und Bilbao in Spanien. Von hier aus steuern wir nach Frankreich. Wir besuchen Le Verdon, Brest und Saint-Malo. Noch ein Stopp in Honfleur und wir erreichen den Ausgangspunkt unserer Reise, Hamburg. Und jetzt seid ihr wieder gefragt. Hier unten drunter könnt ihr heute posten, was eure Geheimtipps sind. Was für Ausflüge man unbedingt gemacht haben soll, welche Häfen man unbedingt gesehen haben soll. Und jetzt kommen wir zur letzten Rubrik, die schönsten Bilder der Woche von den wunderbarsten Schiffen mit der großartigsten Musik. Jetzt geht's los, diesmal singt ein Gast. So pretty in the sky. Also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. Watch them grow. Learn much more than I ever know. I think to myself, what a wonderful world. Oh yeah. I think to myself, what a wonderful world.